Ja, also zum einen, man kann schon sehr, sehr stolz sein, nicht nur in der Bundeshauptstadt Senatorin für Sport zu sein, sondern auch mit all dem, was wir ja in der Stadt, Sie haben es ja schon gesagt, in den letzten Jahren und auch in diesem und im nächsten Jahr erleben werden. Und ich sage immer, das habe ich auch im Sportausschuss beim letzten Mal gesagt, wo wir darüber gesprochen haben, Berlin kann Großveranstaltungen. Wir haben es bewiesen und die Sportbegeisterung der Berlinerinnen und Berliner ist einfach enorm. Wir haben über 730.000 Sportbegeisterte in Berlin. Und das ist eine Anzahl, die ist doch toll. In den unterschiedlichsten Vereinen. Wir haben über 2500 Vereine. Und das zeigt schon, dass Berlin nicht nur Großveranstaltungen kann, die ja dann auch organisiert werden, Sie haben es gesagt, natürlich. Aber da steckt eben auch viel Elan dahinter. Und ich kriege natürlich schon viele Anfragen, völlig klar. Ich habe mich sehr deutlich dafür ausgesprochen und habe gesagt, ja, wir können es. Wir haben es bewiesen, dass wir es können, bei Special Olympic World Games zum Beispiel. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wie toll das war, wie viele Veranstaltungen wir hatten in Berlin und natürlich, wie die Berlinerinnen und Berliner auch mitgegangen sind. Und deshalb finde ich es toll, dass heute so viele hier sind, die ein Interesse dafür zeigen. Und es wurde ja vorhin schon gesagt, wir werden natürlich einsteigen. Das haben wir auch bei den Sportministern erst gemacht. Ich war jetzt erst auf der Sportministerkonferenz und da wurde natürlich auch gesagt, ja, eine nationale Bewerbung für so ein Ereignis ist genau das Richtige. Naja, und das darf ich als Berliner Sportsenatorin natürlich sagen, na klar, da machen wir mit, ist doch wohl klar. Ja, also